Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten aus dem Ventier-Angriff im Schlund und da wollen wir die Kriegskasse des Ernters öffnen. Dort kann ein Mount drin sein, der Fledderschwingen-Sattel des Ernters und ich hoffe, dass ich ihn diesmal rausbekomme. Ich habe schon einige Tries, ihr seht hier 30 Versuche haben wir mit dem einen Account, mit dem anderen haben wir 23, also wir haben schon über 50 Versuche. Die Mounts sollten so bei, ich meine so um die 3% liegen, also sind wir schon im eher Unlucky-Bereich. Und ja, ich würde sagen, 10 Kisten, 10 Chancen und dann würde ich sagen, starten wir durch. Kiste Nummer 1. Da haben wir Seelenglut und Stygier. Kiste Nummer 2, da haben wir Hände drin. Brauche ich die? Natürlich nicht, dann loggen wir mal weiter. Dann schauen wir mal bei den nächsten Chars. Hier Kiste Nummer 3. Da war jetzt viel drin, aber leider auch wieder kein Mount. Bei den Ventier kriegt man da immer ein bisschen mehr Zeug raus. Auch so diese Rubine, die kann ich tatsächlich ganz gut brauchen, um wiederum meinen Gluthof zu weit zu setupen. Dann Kiste Nummer 4. Da ist das Mount. Ja, nice. Sehr schön. Genug Kisten gefarmt. Wir werden es jetzt aber so machen, dass ich tatsächlich noch die anderen Kisten aufmache, einfach mal ein bisschen reinzugucken. Locken wir mal weiter durch. Dann schauen wir mal weiter. Kiste Nummer 5 müsste das sein. Mal gucken, vielleicht ziehen wir ja noch einen Mount raus, ne? Das wäre es ja. Dann Kiste Nummer 6. Ich krieg diesen Transmog-Umhang, habe ich schon ein paar Mal bekommen, aber leider brauche ich den nicht mehr. So, dann schauen wir mal weiter. Kiste Nummer 7. Wo hat er meinen Umhang? Na, den brauche ich auch nicht. Dann haben wir Kiste Nummer 8. Gürtel. Ah, der ist sogar besser. Na komm, den nehmen wir doch. So, dann schauen wir jetzt die letzten beiden noch kurz an. Und zwar Kiste Nummer 9. Was ist denn das? Ein Trinket. Ich glaube, das können wir sogar brauchen. Ja, bei meinen 148 und 151er ist das bestimmt besser. Auch egal, was es eigentlich macht. Es ist einfach von den Stats schon mal besser. Okay, das können wir schon mal gut brauchen. Und bei dem zweiten Char, was haben wir da noch so drin? Schon wieder dieser Umhang. Das kann ich ja keinem erzählen. Gut, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich das Mount rausgezogen habe. Wir können es uns jetzt auch kurz angucken, Kasse. Das ist dann dieses hier. Das ist diese kleine schicke Fledermaus. Und ich hatte ja letztens schon quasi den Hund aus den Kisten bekommen. Und jetzt fehlt nur noch von den, von der wilden Jagd hier der, ja, mehr oder minder schicke Wurm oder keine Ahnung, was das sein soll. Der Beinspalter der wilden Jagd. Das ist dann bei dem Angriff der Nightfee. Heißt, jetzt muss ich bloß nur alle 2 Wochen quasi die Angriffe machen. Macht es ein bisschen entspannter für mich und ich kann meine Zeit für andere Dinge dann verwenden. Gut, dann sind wir eigentlich durch mit dem kleinen Opening. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare und ja, vielleicht auch, wie viel ihr von diesen Kistenmounts ihr bis jetzt rausgezogen habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tilla. Bis dann. Ciao.